In dieser Nacht hörte ich das Schreien. Es klang so nah, dass seine Quelle irgendwo an meinen Gang grenzen musste, aus einer benachbarten Kabine des Baltikdecks. Ich konnte weder weiterschlafen noch auch nur dämmern. Das war völlig unmöglich als Mensch, wenn man so etwas hört. Es war weniger ein Schreien als ein tierhaftes Jaulen, das italienisch um Hilfe schrie, sogar nach den Carabinieri. Aiuto, aiuto! Dabei ließ ich nicht bestimmen, ob es eine Frau oder ein Mann war, sondern die Menschheit war es, die schrie. Kein Arzt konnte ihr helfen, erst recht kein Polizist. Auch die, wenn es Carabinieri an Bord gegeben hätte, stünden nur hilflos vor der Kabine. Vielleicht beschlossen sie gerade, sie aufzubrechen, um die Frau hinunter ins Hospital zu bringen. Denn es war eine Frau, jetzt hörte man es. Selbst aber Dr. Samir könnte nichts anderes tun, als ihr eine Spritze zu geben. Davon schliefe sie zwar ein, aber wenn sie am nächsten Morgen aufwacht und verschwommen um sich sieht, schreit sie von Neuem, als sie gewahrt, dass sie noch lebt. Sie schreit im Grunde einen einzigen Ton, schreit ihn und schreit ihn. Er ist, Lastotschka, die Antimaterie von unserem. Drang als Antichrist ein in sie, diese Frau. Vielleicht ist jemand ihr nahes gestorben, nun kann sie ohne die nicht leben. Sto tanto male, rief sie, ich halte es nicht mehr aus. Annähernd 60 Ehejahre. Sie hat aber solch eine Angst vor dem Tod, oder der Glaube verbietet es ihr, ihrem Mann von sich aus zu folgen. Deshalb hat sie sich anfangs zusammengerissen, bis es in ihr riss, bis sie selbst riss. Seither entweicht sie sich selbst als dieser Ton, entweicht als ein einziges Do tanto male, so wie es A-Moll gibt, aber von einem Flutlicht direkt in die Augen zusammengepresst. Es war, begriff ich, aus mir ganz genauso entwichen, hätte ich nicht meine Klappen begonnen, wäre mir nicht ihr, musste ich denken, Segen zuteil geworden. Schon das Aiuto wieder, wieder das Do tanto male, so dass nun ich mich zusammenriss, wirklich zusammenriss, weil ich das aber wollte. Sehr mühsam stand ich auf. Ich konnte mich kaum halten, weil ich auch einfach den Gehstock nicht sah und den Rollstuhl genauso wenig. Das hatte jetzt egal zu sein. Denn es kam draußen niemand. Ich hörte weder Schritte noch Stimmen, nur dieses Schreien und Jaulen, das zugleich ein Heulen von ganz tief aus diesem Frauenbauch war. So unfassbar leer war er schon. Davon hätte auch jeder andere geschrien, weil man davon angesteckt würde, man bekäme die eigene Leere zu hören, so dass man es selbst nicht mehr aushalten kann. Die Passagiere hörten darum weg, auch die Zimmermädchen hörten weg, die Stewards, Kellner, Offiziere, sto tanto male! Der Nachtdienst an der Rezeption hörte weg, Carabinieri, sto tanto male, sto tanto male! Dabei ging das gar nicht, dieses Aiuto nicht zu hören. Vielleicht musste man die Frau einfach nur in den Arm nehmen, dachte ich, und dachte weiter, dass das jetzt wirklich ein Grund dafür ist, zu sprechen. Ich werde ihr zusprechen, dachte ich. Es ist ein tieferer Grund, von der Kathedralenpforte das Vorhängeschloss zu sprengen, als es die Kinder gewesen sind. Von wem waren das die Kinder? Sie hätten mich berührt, wenn ich da gesprochen hätte. Jetzt wollte ich sie aufreißen, meine Kathedrale, um einfach nur zu sagen, komm, alte Frau, ti aiutero. Schrei nur weiter, schreie es raus, aber tu es in meinen Armen, so lange, bis alles wirklich hinaus ist. So dass ich sogar singen würde, sie in die Ruhe und den Schlaf singen, weil es auf meine Angst nicht mehr ankommt und überhaupt noch nie angekommen ist. Wenn du ihn so sehr vermisst, würde ich sagen, deinen Mann oder wen immer du verloren hast, dann lass mich dir die Angst abnehmen, dass ich sie in mich selbst aufnehme. Wenn es so furchtbar ist, dass dieser Ton sich in dir einnisten konnte, gib ihn nur her, ich komme schon klar, so dass du sterben gehen kannst. Ich trete zurück und mache dir Platz, egal ob ich ein Anrecht habe und eigentlich selbst an der Reihe bin, fahre ich halt noch ein paar Jahre herum. So dass ich das Bewusstsein wieder hatte, unversehens und vollkommen klar war. Sogar meine Kabinentür bekam ich auf. Ich wollte mir von der Rezeption, wenn schon kein anderer handelte, den Schlüssel geben lassen. Dann würde ich, befugt oder nicht, nach der Frau schauen. Wozu ich, das stimmt, mich hätte an der Wand entlang tasten müssen. Vielleicht hätte ich kriechen müssen, was alles sehr lange gedauert hätte. Es wäre entsetzlich gewesen.
denn das furchtbare Jaulen aus diesem leeren Bauch wäre immer lauter geworden, je näher ich ihm gekommen wäre. Aber dagegen hätte ich meinen eigenen Ton angedacht, den einzelnen, einzigen Ton. Ich hätte ihn sogar da schon gesungen, laut, mit Stimme, egal wie es klang. Das wäre für das Jaulen das Zeichen gewesen, sich vorzusehen vor mir. Der ich aber gar nicht verwegen und erst recht nicht stolz, sondern bloß entschieden gewesen wäre und es in dieser Nacht auch war. Doch als ich die Tür geöffnet hatte und mich hindurchziehen wollte, hörte das Jaulen schlagartig auf. Da war es wie niemals gewesen, den ganzen langen Gang hinunter und den ganzen schmalen Gang hinauf. Lag ein allein von dem Stampfen des Motors durchwuchtetes, unausdrückbar lastendes Schweigen, schwerer als meine Kathedrale, so dass ich den Eindruck hatte, es lebe auf diesem Schiff niemand mehr. Nicht nur Patrick sei gegangen, sondern ganz insgesamt fahre das Schiff nur für mich. Bloß machte mir das überhaupt keine Angst mehr, denn ich wusste, ich hatte das Jaulen besiegt. Nicht mein eigenes, wogegen die Kathedrale erbaut war, nein, ein anderes, das eines Menschen, den ich nicht einmal kannte. Das wäre, dachte ich, meine Verfluchung schon wert, das höbe sie auf, sogar dann, wenn sie noch Jahre wirken sollte. Denn es geht nicht darum, da haben die Legenden Unrecht, dass man nach 7 Jahren jemanden findet, der einen liebt, oder die, sondern an Land darf man gehen, um jemand anderen zu erlösen. Dafür hatte ich dem Jaulen die Stirn geboten. Es hatte sich darauf verlassen, dass solch einen Mut niemand hat. Es hatte sich auf mein Ich verlassen und hatte sich geirrt. So dass es vollkommen ausgereicht hat, gegen meinen eigenen Schmerz und meine eigene Behinderung, es durch mein eigenes Dunkles bis an die Kabinentür zu schaffen und sie dann auch zu öffnen.